Liebe Parteifreunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Dienstpflicht hat gerufen und ich musste folgen. Und deswegen sende ich euch heute hier aus Dresden die besten Grüße in eure Runde. Ich bin hier in Dresden, das ist auch meine Heimatstadt. Und Dresden ist eine Stadt, die wie keine andere die Zerbrechlichkeit des Friedens und die Schrecken des Krieges symbolisiert. Und genau heute, am 13. Februar vor 79 Jahren, wurde diese Stadt hier völlig unnötig kurz vor Kriegsende in Schutt und Asche zerlegt, dem Erdboden gleichgemacht. Und genau deswegen mahnt uns auch der heutige Tag, der 13. Februar, die Vergangenheit nicht zu vergessen und gleichzeitig für eine Zukunft ohne Krieg einzutreten. Dieser Tag erinnert mich daran, dass Frieden niemals selbstverständlich sein wird. Er erinnert mich auch an die aktuellen Leiden in der Ukraine und im Gazastreifen. Er erinnert mich daran, dass sich Geschichte wiederholen kann, wenn man nicht aufmerksam ist. Ob in Dresden, ob in Berlin oder in anderen deutschen Städten, erlebe ich gerade, wie Menschen, die sich zum Beispiel gegen Waffenlieferungen, gegen die unkontrollierte Einwanderungspolitik, die ihr Unbehagen gegen die Politik der Bundesregierung offen aussprechen, wie die in die Ecke gestellt werden. Schnell ist es die rechte Ecke oder die Ecke der Querdenker oder die Ecke der Verschwörungstheoretiker. Ich sehe da aber Menschen stehen, die Angst vor ihrer Zukunft haben. Menschen, die sich Sorgen machen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihren Alltag bestreiten sollen. Ich sehe Menschen, die ohne Zuversicht und ohne Hoffnung sind, die resigniert haben, die aufgegeben haben. Ich sehe Menschen, die einfach von der Politik enttäuscht sind. Und ich sehe Menschen, denen das Vertrauen fehlt. Das Vertrauen darauf, dass unsere Politiker schon wissen, was das Beste hier für unser Land und diese Leute hier für uns hier ist. Aber das Fakt ist doch, das sind Menschen wie du und wie ich. Bitte lasst uns bei diesen Menschen nicht vorschnell in eine Schwarz-Weiß-Malerei verfallen. Nicht jeder, der heute in Dresden gedenkt und an einer Mahnwache teilnimmt oder anderswo in Deutschland auf die Straße geht, lässt sich in genau so eine vorschnell geöffnete Schublade stecken. Wir, die FDP, wir müssen auch diese Stimmen hören. Wir müssen ihre Sorgen ernst nehmen und wir müssen ihnen Antworten bieten. Antworten, die unserer liberalen Überzeugung entsprechen. Und wir sollten diese Menschen eben nicht abtun. Wir sollten ihnen ganz genau zuhören. Ja, wir stehen vor großen Transformationen und vor großen Herausforderungen. Die Angst, bei den nächsten Wahlen zu scheitern, ist unter uns allgegenwärtig und sie ist auch real. Das kann uns passieren. Und was dann? Ich sag euch, aufgeben, hinschmeißen, das ist keine Option. Das ist der Moment, jetzt ist der Moment, in dem wir zeigen müssen, was wirklich in uns steckt. Die FDP muss als die liberale Kraft wieder erkennbar werden. Als liberale Kraft, die für Freiheit, für Verantwortung, für Toleranz, für Menschlichkeit steht. Eine Kraft, die echte Lösungen bietet und die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Vielleicht fragt ihr euch, wie wir diese Herausforderung meistern können. Die Antwort ist ganz klar. Das geht nur gemeinsam. Gemeinsam können wir die FDP stärken und das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Gemeinsam können wir für unsere Überzeugungen kämpfen und an einer besseren Zukunft für alle mitwirken. Fangen wir im Kleinen an. Fangen wir in unserem direkten Umfeld an. Fangen wir in unserem Kiez an. Fangen wir hier an. Ich möchte diese herausfordernde Aufgabe gemeinsam mit euch anfangen, angehen. Als Sprecherin des Bezirksausschusses bitte ich euch deswegen wieder um eure Stimme und vor allen Dingen um euer Vertrauen. Ich alleine kann das Unmögliche nicht möglich machen, aber ich kann euch versprechen, mich mit aller Kraft und mit meiner Leidenschaft, mit meiner liberalen Stimme einzusetzen. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Denn am Ende des Tages zählt nur,
nicht aufzugeben, sondern mutig und entschlossen und optimistisch für unsere Werte einzusetzen, uns einzustehen, für unsere liberale Vision einer offenen, freien und gerechten Gesellschaft uns einzusetzen. Danke, dass ihr an meiner Seite steht. Danke, dass ihr an die FDP glaubt. Danke.